Deshalb wichtig ist natürlich nicht, dass man dann übertreibt und jetzt irgendwie denkt, alles muss weg. Ich habe nämlich mir letztes Jahr diese Give5-Box hier geholt. Das gab es beim DM. Das ist so eine Box gewesen, passend zum Black Friday, wo man halt auch gesagt hat, man gibt was zurück. Die Box hat, was weiß ich, 5-6 Euro gekostet. Da waren ein paar Produkte drin und die konnte man sich kaufen. Und diese ist von der Hatice Schmidt. Deshalb läuft das Video hier wahrscheinlich unter dem Motto, wie schminke ich mich wie Hatice Schmidt, oder? Also ich meine, so würde ich das jetzt machen. Ich zeige euch mal gerade, was in dieser Box hier drin ist. Achtung, wow, kommt schon ihre Karte rausgeflogen. Aber man sieht es auch nochmal hier oben. Ich zeige es euch einfach mal im Detail, das ist für mich auch ein bisschen leichter. Einmal ist hier drin eine Palette. Das ist eine Make-up-Palette von Catrice. Das ist sogar eine ziemlich coole Palette, wie ich finde. Weil diese Palette, guck mal, hier ist sogar noch dieses neue Cover drauf. Und mit dieser Palette kann man sich nämlich richtig schön schminken. Da gibt es die unterschiedlichen Highlights mit Glitzer in Matt und in Farbe. Passend dazu, weil diese Produkte wurden an von der Hatice rausgesucht, hat sie uns noch diesen Make-up- und Highlight-Pinsel rausgesucht. Das ist ein toller Pinsel. Den habe ich, glaube ich, schon und benutze den wirklich immer nur für meine Highlighter. Aber den werde ich jetzt mal benutzen, weil ich möchte jetzt alles, was ich heute zeige, nutzen, um mich genauso zu schminken, wie es hier in der Box vorgeschlagen wird. Als nächstes hat sie auch noch drin einen ganz dunklen Lidschatten. Weiß gar nicht, ob ich sowas normalerweise tragen würde. Das nennt sich 022. Toll. Also um die Farbe zu beschreiben, sie wirkt auf mich eher wie braun. Wenn ich die auch auf dem Finger habe, ist die auch recht braun. Und wenn man die verreibt, ja, sie wirkt pudrig, sie hat ein bisschen Glitzer dabei. Dann passend dazu hat sie, ich habe hier irgendwie ein Haarproblem gerade, hat sie uns dazu einen Ultra-Shine Eyeliner rausgesucht, auch von Trinidad. Genau, der Lidschatten war auch von Trinidad. Der Pinsel war von Ebelin und die Schminkpalette war von Catrice. Und dann auch noch von Trinidad einen ultramatten Violetten. Ugh, sind meine Zähne eigentlich zu gelb für sowas? Lipgloss. Ich werde also diesen Look jetzt einfach mal schminken. Mal gucken, was dann passiert. Also als erstes, ich bin ja schon ein bisschen geschminkt, was man hoffentlich irgendwie erkennt. Ich müsste das also auffrischen, weil wir gehen heute Abend sowieso weg, dann passt das ja. Und ich zeige das jetzt mal hier, wo die Farben sind. Da ist hier noch so ein Cover drauf, das ist ganz cool. Da ist auch so ein kleiner Pinsel dabei. Und dann hat man eine Cream, ein Highlighter, ein Pearly Blush, was man da alles hat. Und ich gucke mal, für was ich mich einen matten Blush und ein... Also ein Blush gibt es nur pearly und matt. Und dann ist hier hinten drauf erklärt, was man alles nehmen kann. Also hier gibt es entweder Contouring, gibt Draping, Strobing und Individual Perfection. Wow. Also ich würde mal sagen, Matt Powder und Matt Cream ist auf jeden Fall Individual Perfection. Das muss ich jetzt sogar in dem Fall. Hier ist zwar so ein kleiner Pinsel dabei, aber ich weiß nicht, ob der dann cool genug ist, um das alles überhaupt auszuführen, weil wenn ich jetzt hier, das soll das Matte sein, ne? Matte Cream. Das macht sie sich hier rauf. Ich nutze das einfach mal und gucke hier in diesen Spiegel. Der ist wirklich cool, weil der ist richtig schön groß. Ich glaube, das ist sogar viel leichter, wenn man das mit dem Finger aufträgt. Das war jetzt hoffentlich nicht der Finger, mit dem ich eben die braune Farbe hatte. Ach, hier habe ich es auch nochmal, was die Individual Perfection ist. Dann macht sie das hier hin. So sieht es aus. Dann nehmen wir den Pinsel. Ja, den habe ich jetzt schon versaut. Dann muss ich den hier nehmen. Nimmt sie noch dieses Puder. Und verblendet das. Ich muss auf jeden Fall nochmal meine ganzen anderen Pinsel holen. Weil ich finde, man ist hier durch diese Farbe total, total im negativen Licht. Dann, was nimmt sie noch? Matte Contouring und Matte Bronzing. Was war denn das? Matte Contouring und Matte Bronzing. Das sind also alles Puder. Wenn ich die jetzt nehme, jetzt ist mein Pinsel hier wirklich versaut. Aber so ist das normal. Wenn sie das jetzt nimmt, das macht sie sich hier auf die Nase. Okay, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich hätte mir meinen Schminkpinsel holen sollen, weil das gefällt mir hier gar nicht, wie das alles aussieht. Und mit dem Pinsel, der ist zwar gut zum Konturieren,
Aber den finde ich jetzt irgendwie nicht so besonders. Ich muss mehr gucken, dass ich hier auch vom Spiegel her drauf bin, ne? Ich kann hier auch noch mal gleich meinen Pickel abdecken. Das ist mein Glückspickel dieses Jahr. Der begleitet mich jetzt schon ein paar Wochen. Wir machen es so, dann bin ich noch mehr im Licht. Sehe ich mich auch besser selber im Licht. Wow, das ist mega hell hier, das Zeug. Okay, nun gut. Ich glaube, wir gehen in ein dunkles Restaurant, wo man mich dann nicht ganz so gut erkennt, wie ich hier aussehe, wie ich hier mega abgeschminkt bin. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was machen die noch? Dann das Lilan ist Highlight Gold und Highlight Silver. Ich habe ja gesehen, dass sie diesen Lidschatten dabei hat. Und den will ich auch nehmen. Ich nehme eine Base, die war nicht in der Box dabei. Ich arbeite immer mit Base. Ich finde, wenn man nicht eine Base hat beim Lidschatten, ich kriege davon irgendwie immer ein Problem bei mir. Deswegen, ich trage das großzügig auf, bis nach oben. Und so, ist das schön gleichmäßig. Und ich arbeite am liebsten immer zuerst mit den dunklen Farben, weil ich finde das ein bisschen besser, wenn man zuerst mit der dunklen Farbe arbeitet, weil dann kann man verhindern, dass man den Highlighter im Nachhinein gar nicht mehr hinbekommt. Guck mal, ich verarbeite das mal hier mit dem Finger. Hier ist gar kein Spiegel dabei. Ich hatte noch nie so einen Braun, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, ich glaube, das sieht sogar wirklich ganz cool aus. Ich muss mir das mal hier irgendwie, blub, weiß gar nicht, wie ich das machen soll. So. Ja, oh, das ist natürlich das Problem, weil man mit dem Finger schminkt, ne? Dass es dann irgendwie so ein bisschen uncool aussieht. So sieht es jetzt erstmal aus. Das reicht mir, das wird mir sonst zu dunkel. Will auch nicht so überdunkel aussehen. Wobei noch ein bisschen geht, oder? Ein bisschen geht immer. Oh ja, ich glaube, braun muss ich öfter mal machen. Ich habe ja so leicht grüne Augen, also meine Augenfarbe. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Es kommt richtig gut raus. Das hat auf jeden Fall was. Das ist ein bisschen dunkler, als ich es gewohnt bin. Ich trage das sonst nicht so dunkel. Jetzt ist hier auch überall alles noch so ein bisschen verschmiert. Das muss ich nochmal gleich richtig korrigieren. Aber ich bin ja die ganze Zeit schon scharf auf den Highlighter. Und deswegen, was gibt es hier? Highlight Gold und Highlight Silver. Ah ja, und der Highlight Silver, jetzt sind schon alle meine Finger versifft. Der ist auch ein Cream. Ich bin eher für Puder. Nicht so. Und den kann man sich hier richtig schön reinarbeiten. Unter die Augenbraue. Sieht es auch nochmal so. Seht ihr das besser, ne? Machten die das noch hin? Ah ja, okay, hier habe ich das. Ich mache das eigentlich immer weiter hier unten. Manche machen das noch näher am Auge, aber man hat ja auch ein bisschen Gesicht übrig. Da muss man ja nicht alles so dicht machen. Ja, guck mal, ich weiß nicht, kommt das hier so rüber, wie ich jetzt hier glänze? Schon so ein bisschen. So. Und dann am Ende kommt noch mal ein bisschen Blush, damit ich auch nicht so blass aussehe. Ich mache das jetzt alles einfach mit diesem einen Pinsel, weil die Aufgabe war ja: Schminke dich wie sie. Ich meine, wenn sie uns schon einen Pinsel gibt, dann müssen wir uns auch mit diesem einen Pinsel schminken. Ich mache ja immer irgendwas, nicht irgendwas. Ich mache immer ein bisschen von dem Blush, den man benutzt, hier auf den Lidschatten rauf, weil dann gibt das so ein ganz cooles augenöffnendes Moment. So, als nächstes, das wird jetzt wirklich eine Challenge, wie ich das euch zeige, möchte ich gerne diesen Ultraschein Eyeliner benutzen. Der ist anscheinend auch waterproof. Halleluja, wie ich den heute abbekommen soll. Und guck mal, was der für eine coole Spitze hat. Die ist auf jeden Fall super gerade. Das gefällt mir. Und ich mache meinen Eyeliner ja fast immer Freestyle. Ach so, jetzt seht ihr mich gar nicht, wenn ich das so mache. Ja, ich habe vergessen, mir den Spiegel herzuholen. Ich habe sonst doch immer so einen Schminkspiegel hier. Hört ihr das eigentlich auch, wie die hier alle abschreien, weil drüben Badeparty ist, oder hört das nur ich?
Bei diesen Stiften ist es ja nicht schlecht, aber ich denke dann immer, wie lädt er sich eigentlich auf? Also wie bleibt die Farbe so schön farbig? Machen wir ein bisschen dicker, oder? Wir gehen heute Abend weg. Kann ich ruhig ein bisschen dicken Eyeliner vertragen. So, sieht es aus. Ich müsste jetzt auf jeden Fall nochmal meine Wimpern nachmachen. Ansonsten finde ich, sieht es ganz okay aus vom Look. Ist eher leicht. Also diese Farben, die hier drin sind, die hat sie wirklich gut ausgesucht. Also hat sie ja nicht sie kreiert, aber sie hat ja diese Box hier mit reingetan von Catrice. Hätte ich mir wahrscheinlich wirklich nie selber gekauft, weil ich der Meinung bin, es ist viel zu krass, so eine Palette mit rumzuschleppen. Aber die ist mega praktisch. Da ist einfach wirklich alles drin. Da kann man echt alles damit machen. Dann Lippen trocken. Ganz, ganz mega professionell hier, wie das bei mir abgeht. Kommt als nächstes dieser lilane Lippenstift, Lipgloss, whatever das ist. Wow, sieht mega krass aus. Ich glaube, ich sehe aus, als ob ich auf eine Drag Party gehe. Keine Beleidigung an die Drags, aber that's just not me. So sieht es aus. Mega krass. Ich weiß nicht, was mein Mann dazu sagt. Ich glaube, der sagt, und jetzt? Die Frage, die ich mir stelle, lautet, wieso würde man sich lila Lippen machen? Ich weiß es nicht, aber irgendwie hat's was. Wie sieht denn das aus? Wie findet denn ihr das? Ich finde, es hat was. Vielleicht wird es jetzt sogar meine Lieblingslippenstiftfarbe. Nun gut, wir warten mal ab. Das war's. Das waren die Produkte. Mehr war da nicht drin. Mehr Produkte waren da nicht drin. Guck mal, da fehlt noch dieser Pinsel, der hier mit rein muss. Und dann ist die Sache geritzt. Wie finde ich denn das? Wie findet denn ihr diesen Look? Ich finde es spannend. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich bin, ob ich so losgehen würde. Die Palette ist ziemlich cool. Der Eyeliner ist ziemlich cool. Ich kann hier auch nochmal ranieren, dann sieht man das vielleicht nochmal so ein bisschen. Die Lippen sind spannend, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und der Rest ist so, ja. Ich glaube, so dunkel sehen meine Zähne jetzt auch gar nicht aus. Ich muss jetzt noch irgendwas mit meinen Haaren machen. Und dann bin ich auf jeden Fall ready for tonight. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstige was haben, wie ich mich sonst noch schminken könnte, dann sagt mir einfach Bescheid. Ich finde, ich kriege hier eine ultrarote Nase in diesem Licht, aber die Zähne sind auf jeden Fall schön weiß. Ich muss mich selber die ganze Zeit angucken. Bisschen Mascara fehlt noch. Ich trage ja keine Fake Lashes, deswegen, das wird dann bestimmt noch ein bisschen anders aussehen, wenn ich noch meine Mascara gemacht habe. Und ansonsten ist das ganz cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Schaut auch auf meinen Blog rein. Bei Biene Loves Life schreibe ich ja gerade ein bisschen mehr über Green Living und Nachhaltigkeit passt jetzt auch mega zum Schminken, wieso auch nicht, oder? Und es gibt ja auch nachhaltige Kosmetik, da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen, was man da und wie man da vorgeht, aber es geht ja auch darum, die Produkte aufzubrauchen, die man schon besitzt. Und zum Beispiel diese Schminke besitze ich jetzt. Deshalb nicht wegschmeißen, aufbrauchen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönen Abend.
Tschüss, eure Biene. Ciao.